Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Foundation. Ja, wir stecken hier in den Wipfeln der Bäume und ja, ab ins Dörfli und schauen wir mal. Ich hab so langsam den Bogen raus. Ja, jetzt wo ich mit dem Foundation fast vorbei ist, also die zweite Staffel, halt die Bogen raus hier mit der Kamera. So, okay. Ja, was machen wir? Klar, wir machen da weiter, wo wir letztens aufgehört haben. Und letztens haben wir damit aufgehört, hier einen Barkeeper zu engagieren. Ich glaube, auch noch Platz irgendwie für Bier, um das irgendwie zwischenzulagern. Das machen wir nochmal so. Weil so viel Käse war da jetzt nicht im Angebot. Und ich könnte eventuell da vielleicht noch auf andere Speicher ausweichen, wenn ich denn da noch Käse einlagern muss irgendwo. Ja, ausreichend war das Thema. Kann ich das überhaupt? Hier lustigerweise das Bier drin. Ich weiß gar nicht, ob es dazwischen gelagert werden muss oder ob der das direkt hier zu den Kollegen liefert. Im Augenblick nicht. Null Bier. Immerhin einen Barkeeper zugewiesen. Eine weitere Weizenfarm ist fertig. Gut. So, ja. Speicher. Ich habe hier nur den einen Speicher hier in der Nähe. Hier sind sehr viele Kühe und so weiter. Das heißt, hier wird Milch und Käse produziert. Da wäre der nächste Speicher. Und da habe ich auch Käse. Alles gut. Milch auf jeden Fall vorhanden und so. Okay. Es juckt mir immer in den Fingern, wenn ich hier sehe, dass so viel Milch vorhanden ist, da immer noch eine weitere Käserei hochzuziehen. Nur um dann festzustellen, dass dann die Milch innerhalb kürzester Zeit auf Null ist. Weil mir dann trotzdem, guck mal. So, hier wurde eine Weizenfarm. Oh ja, die Weizenfarm hier ist fertig. Das ist schon mal nicht schlecht. Dann kann ich schon einmal hier hingehen und das Erntefeld einzeichnen. Wenn man mich denn lässt. So. Machen wir das mal so rum. Dann habe ich ein bisschen mehr Kontrolle drüber. Dann machen wir ein bisschen kleiner den Bubel. So. Dann geht hier so. Geld. Entstehen. Okay. Das dürfte von der Größe her soweit in Ordnung sein. Viel größer sollte man es wahrscheinlich nicht machen. Okay, alles gut. Achso, nein. Hallo? Ah, alles klar. So, nee, nicht alles klar. Irgendwie, weiß ich nicht. Ach, ja, toll. Mann, das ist ja voll dabei. So, ja, die Frage. Ich fange mal vorsichtig an. Wir haben ja so viele Gebäude, da will ich erstmal hier nur eine Bäuerin jetzt hier, ne, und so niederlassen. Und alles weitere später. In der Hoffnung. Oh! Bin schon da. Mein Gott, sag doch was. In der Hoffnung, dass dann neue Leute dazukommen. So. Größer machen. So, die können sich hier richtig auslassen. Denn ich weiß nicht, wo die sich im Augenblick aufhalten. Wenn die Dinge nicht zu arbeiten finden in der näheren Umgebung, dann gehen die irgendwo hin, wo was hier markiert ist. Das habe ich mittlerweile auch schon raus. Schon. Ja, so gut bin ich. Und, so. Ich ziehe hier noch so mal ein bisschen klein nach, in der Hoffnung, dass da alles erfasst wird und ich unter Umständen vielleicht das, was ich vielleicht jetzt in dieser Großmarkierung nicht erwischt habe. Denn auch das passiert schon mal. Da hat man irgendwie, oh, das fällt. Aha, neue Militärmission, Augenblick.
ist alles schön markiert und so. Und dann guckt man irgendwie so einen Tag später nochmal drauf. Und ist da auf einmal so eine Lücke und hier auf einmal so eine Lücke. Und ja, keine Ahnung warum. So, extrem schwer. Also schwer habe ich schon ein paar gemacht, aber extrem schwer. Ich gehe mal hier auf einfach. Da ist der Brunnen fertig. So, akzeptierte Missionen und dann ran an den Speck. Wir haben den ersten, Ritter, Ritter Emily. Dann schicke ich die Ritterin da mal los. So. Ihr könnt da alle eure Fähigkeiten ausleben und nein, nicht abbrechen, senden. Das dürfte eine unserer letzten Militäraktionen hier sein. Kampfhistorie. Was wird da eigentlich alles angezeigt? Aha, aha, aha. Monat, Woche, Tag. Wann die sozusagen los sind. Mission Temp. Temporär wahrscheinlich irgendwie so eine Victorious. Weißt du, fertig? Okay. Deadlist keine. Das ist schon schön. Wounded-List. Ja gut, ne? Verwundet werden die schon mal. Das war in der 59. Woche. Oh, ich hoffe, ich habe die jetzt nicht zu früh losgeschickt, weil wir hatten vor kurzem erst. Also, ne? Offscreen eine. Aha, aha. Interessant, interessant. Da hat sich ein bisschen was angesammelt. So, Weizenfarm fertig. Das heißt, die beiden hier gehen jetzt auch an den Start. Erstmal hier die Erntefelder einzeichnen. Nee, das mache ich anders. Wohngebiet. Muss leider. 4 von 4, das hat er schon lange nicht mehr. Ich muss leider hier so ein bisschen an dem Wohngebiet rum heilen. Man kann es ja ruhig hier in diese Richtung dann weiter ausweiten, das ist jetzt nicht so das Thema. Einschränken. So. Jetzt muss ich leider ein bisschen noch raus und dann das Erntefeld einzeichnen. Überlappt, sollte jetzt nicht das große Problem sein. So. Okay, ich glaube, so kann es bleiben. Und hier kommt erstmal nur ein Bauer rein. Das gleiche Spielchen mache ich dann hier. Ja, immerhin, da wird es jetzt angezeigt, dass da schon eins existiert. Ja. Gut. Das ist ungefähr gleich groß. Wobei halt immer so ungefähr, ne? Das ist klar. Ganz genau, ich mal da nicht hin. Ist ja auch nicht erforderlich. So. Ich das nur noch so ein bisschen an. Sehr gut. Ja, gut. Ich lasse mich da nicht rumpen. Machen wir das so. Und auch erstmal eine Bäuerin hin und dann schauen wir weiter. So, okay. Schön, schön, schön. Habe ich denn hier irgendwie ein Sprecher in der Nähe, den ich entsprechend nutzen kann? Computer sagt nein. Ist nicht so
gut. Hier sind nur Wohnmöglichkeiten. Da habe ich den Markt. Oh. Ein Speicher in der Nähe. Hier wäre einer. Das ist weit vom Schluss. Honigbild, ich weiß nie, warum da keine Wildschweine landen, aber egal. Bären. Bären könnte ich auch noch irgendwo abbauen. Da war noch irgendwo ein Gebiet frei. Oder wieder zur Verfügung. So, hier würde jetzt die Mühle entstehen. Dann könnte man hier so eventuell die Bäckereien hinsetzen. Oder nein, ich mache. Hier ist ja das Feld. Und dann setze ich hier einen Speicher hin. Nicht gut ergreifend. Moment, wie sieht das aus? Speicher, Speicher, Speicher. Wenn man sie braucht, sind sie nicht da. Die Fläche ist, so, der hat ja nichts. Aber das ist egal, ne? Ja, dann habe ich nie so drauf geachtet, dass sie irgendwie so eine Freifläche brauchen. Die man einfach dahingesetzt und gut ist. Ich mach das mal so. Genau, ich setze mir den Speicher hin. Und das geht. Dann kann ich hier schon mal eine Bäckerei in Angriff. Oh, das geht aber uiuiui. Nicht so ganz großartig, wo das geht. Landus, dein Optimismus. Dein Optimismus ist ungeschlagen. So. Nur meine Sprache ist nicht so gut. Okay, okay, okay. Dann setze ich das noch jetzt mal. Genau. Hier so hin. Oh. Das habe ich nicht gesehen. Ich hoffe, dass es nicht großartige Probleme gibt. Ich geh mal ganz kurz wieder weg. Okay, das sah gerade irgendwie ein bisschen anders aus. Geh mal da so hin, da so hin. Ich will wieder Millimeterarbeit hier. So, das muss jetzt klappen. Wir müssen hier irgendwie so einen kleinen Schlenker machen. Okay, dann haben wir da den ersten Bäcker. Bäcker, Bäcker. So, wie sieht es denn überhaupt mit meiner Holzproduktion aus? Das ist ja mein liebstes Kind. Ja, wie ich sehe, hier nur alles voll. Und ich habe gar nicht so viele Leute hier. Also die hier, die ich hier habe, die sind im Augenblick wieder, ihr ahnt es, glaube ich nicht, in die Ferien. Die haben schon ihre Sommerferien jetzt am Start. Da wird im Augenblick nichts produziert. Und das sollte ja eigentlich meine Hauptproduktionsstätte sein hier für Holz. Ja, ich habe hier so viel Holz. Hier brauche ich ja von wegen. Ne? Und das habe ich halt nur gemacht, damit die Wege auch nicht so lang sind. Das soll ja möglichst nur kurze Wege sein. Und somit war dann halt meine Überlegung, was da dann hier Holzproduktion, damit hier, ne, der Köhler mit Holz entsprechend versorgt werden kann. Hat ja prima geklappt. Ne? Also die haben ja hier direkt einen Weg. Ich weiß nicht warum. Das ist vielleicht weil die Lager hier sind. Ich kann das nicht nachvollziehen. Irgendwie sonst hat er ja hier. Hier hat das, hier ist ja geregelt. Nicht? Aber warum sie den Weg nicht eingeschlagen haben? Ist da irgendwas im Weg? Ist da irgendwie ein Stein? Oder warum? Ist es der Köder selber? Weil der hier vielleicht so in diese Richtung ausgerichtet ist. Vielleicht mehr so in diese Richtung aus, ne, den Eingang machen sollen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So. Oh, 2 von 2. Was ist hier los? 12 Leute haben ein bisschen Hunger, 2 wollen beten und haben dafür nicht den richtigen Platz. Ja, ne, hier könnte ich, wie gesagt, noch Bären abbauen. Sehr eigenartig. Gut, was wollte ich? Genau, ich wollte gucken, wie das denn jetzt hier läuft mit dem Bier. 2 Bier wurden schon ausgeschenkt. Der Ausschank ausgeschenkt, ja. Das läuft. Ja, wie was hier mit dem Koch ist, keine Ahnung. Also da stehe ich immer noch da wie auch so ein Berg.
weil ich kann dieses Gericht nicht verkaufen, also nicht über die, hier, ich habe hier keinen Marktstand, den ich sagen kann, hier, ne, bitte, ich kann da nochmal vorführen. Käse geht, was ist das? Also Wildschwein geht, Käse geht, Brot geht, Fisch geht, Bären geht. Oh, aber was der Koch da produziert irgendwie, wenn er nicht direkt hier in der Taverne verkauft wird, dann gammelt das da lustig vor sich hin. So, ich kann wieder Leute befördern, wenn ich das dann wollte. Ich habe hier, oh, zwei, meine Güte, warum sind die immer so schnell auf Level 4? Irgendwie steigen die direkt damit ein oder was? Wahrscheinlich. Aber warum? So, okay. Hier Level 4 Bauern habe ich da so ein paar jetzt. Ins Lager der Leibeigenen entlassen. Dann haben wir hier. Okay. Level 6. Kopfikoner. Kannst reben. Die nicht schon mal irgendwie befördert oder war das eine andere Geschichte, dass ich die. Hm, komisch. So, die sollen in den Stand der Bürgerlichen erhoben werden. Ja, cool, da kann ich hier die Level 3 Leute, die kann ich da ruhig vernehmen. Das sind wir mal nicht so. So, alles andere muss dann noch ein bisschen was tun. Und wie sieht's denn hier mit den. Komm, ich habe hier so einen Level 4 Jäger, den. Ne? Der ist jetzt Bürger oder Bürgerin, je nachdem. Ich habe jetzt nicht geguckt, wer das war. So, okay. Dann haben wir dies auch getan. Ja. Geht. Die Windmühle, die im Bau ist. Wie weit sind die da? Sind die fertig? Habe ich das wieder verpasst? Ja, das Haus hier, das macht mir echt. Verstehe ich nicht. Ist keiner drin. Also ich habe ja mal bemängelt, dass man hier nicht sehen kann, dass da Leute wohnen oder so. Ja, man sieht es. Und das ist nun wieder nicht auf dem Schirm. Soll ich das jetzt einreißen? Oder soll ich es lassen in der Hoffnung, dass dann vielleicht doch mal irgendjemand dahin zieht oder so? Und aber normalerweise, die machen sich ja ihre Häuschen selber, wenn sie was brauchen. Hm. Scheiße. Oh, die waren siegreich. Sehr schön. Ja, hier, ne, mal schön weitermachen. Ich mach das mal weg. Warte mal weg. Wenn sie denn meinen, sie bräuchten, dann fangen die davon selbst wieder an, davon zu basteln. Und ich sollte das Tor hier vielleicht auch mal. Warte mal weg. Och, im Prinzip brauche ich die gar nicht. Es ist nett anzusehen, aber im Augenblick machen diese Holztore jetzt nicht so wirklich Sinn. Vielleicht später mal im weiteren, ne, wenn das Spiel irgendwann mal fertig ist oder in weitere Entwicklungsstände erreicht sind, dann machen Tore und Mauern, die man ja auch hochziehen kann hier, man kann das ja so eine Stadt- oder Dorfmauer, je nachdem, hier drumherum ziehen, das macht dann mit Sicherheit Sinn. Im Augenblick brauchen wir es zum Glück noch nicht. Ich genieße das. Schauen wir mal, was so die 1.6er oder vielleicht später die 1.7er in dieser Hinsicht bringen wird. Aber im Augenblick ist da noch Ebbe. Oder kein Bedarf. Lass mal so rum. So. Hier noch ganz kurz hier auf Handel. Wer? Die kaufen Bretter. Holz kauft keiner, aber Bretter, ne? Das Endprodukt. Hier wird Werkzeuge und die kaufen auch Schwerter. Das ist gut. Fisch brauche ich selber. Honig. Brauche ich selber. Was? Genau. Mütter habe ich noch gar nicht. Um Fässer. Das könnte man vielleicht mal machen. Moment mal. So von wegen Holzverbrauch. Eine Bötcherei stellt Fässer aus Brettern, Eisen und Werkzeuge her. Habe ich jetzt alles? Das wäre vielleicht mal eine witzige Geschichte. Wo kann ich die denn jetzt an? Interessante? Achso. Was will er denn? Im Augenblick geht es ja einigermaßen. Das Volk ist einigermaßen gut versorgt. Da kann ich nichts mehr mit reißen. Der Klerus wohl auch. Ich mach mal hier König. Vorsichtshalber. Was will er überhaupt? Wenn man da so drauf geklickt, 30 Bären. Boah, ich glaube, das wird zu schaffen sein. Was wollen wir denn?
nur auf bevorraten, dann sollte das klappen. So, Böttcher Dingsbums, genau. Böttcher Dingsbums. Eisenproduktion, Werkzeugproduktion ist hier. Dann würde sich hier was anbieten, hier auch irgendwie eine Böttcherei zu machen. Heißt das bitte? Böttcherei, ja. Klingt ein bisschen lustig, ist aber ernst gemeint. Ja. Wenn ich jetzt hier einfach so mittendrin so diese Böttcherei da mache. Wo ist er denn da? Okay. Ist vielleicht ein bisschen gewagt, das da jetzt einfach so hier so platt aus. Also in dieses, in diese Freifläche zu setzen, so ohne jegliche Verkehrsanbindung im Augenblick. Aber vielleicht tut sich dann die hier ja irgendwie irgendwas. Moment. Vielleicht dann so. Gerne so rum. Entschuldigung. Oh. Ich sehe gerade, könnte die Lieferung da abschließen. Aber ich will das Ding hier erstmal hinsetzen. Ich. Ja. Moment. So. Ich mach das mal so. Gucken wir mal, was dabei rumkommt. So, ja. Fertig. Sofortartung weg. 200 Gold. Okay, 10 von diesen Schwertern da, also ne, als Punkte. Nein, das ist dieses Teil. Das ist auf 83. Mir fehlt Prunk. Immer noch. Um hier hinzukommen. Alles andere habe ich erreicht. Also hier sind wir auf Maximum, hier sind wir auf Maximum. Aber hier, ne, da muss ich noch was tun. Da muss ich noch was tun. So, by the way, wie ist das eigentlich hier mit dem Teil? Ist das fertig? Jo. Warum sagt ihr denn nichts? Gebäudeteile, das ist ein Anbau gewesen, der sollte eigentlich entsprechend über eine Funktion verfügen. Genau, Erweiterung B, gewählt Funktion, Schlafräume. Damit sollte sich doch jetzt die Kapazität erhöht haben, oder nicht? Schlafräume. Ah, maximale Kapazität 4 bringt jetzt das, weil ich brauche ja hier noch Leute, ne? Moment. 2 von 2, Imker, 2 von 2, 2 von 2, zugewiesen. Genau, das ist nicht noch gar nicht einer, noch gar nicht einer, ne? Hier fehlt auch noch 3 Leute sogar. Okay, 2 von 2. Ja, dann hat das ja gerade so geklappt, ne? Noch einen in Reserve, wenn man so will. Allgemein. So. Damit habe ich das Kloster jetzt voll. Also die Leute, die ich da so brauche. Da sind wir jetzt auf Optimum. Ach ja, hier, der war ja der Speicher fertig. Ich würde hier ganz gerne einlagern erstmal Weizen und gegebenenfalls Mehl. Ich kann ja auch hier schon Brot, auch wenn ich das noch nicht habe, aber naja, hier zumindest in dieser Gegend noch nicht produziert wird. Brot auch noch dazu. Und wen habe ich denn hier? Dann nehme ich mal 2. Erstmal. Die Mühle ist auch fertig. Ja, wie sagt man hier Helden? Na gut, Mühle mache ich komplett. Egal. Und dann muss ich halt hoffen, dass ich. Huch! So, das war so ein Siegreich, alles klar, weiter geht's. Und dann muss ich halt hoffen, dass ich dann genügend Leute reinbekomme, dass hier, ne, die Bäckerei möglichst schnell versorgt werden kann mit entsprechendes Personal.
So, was sagt denn hier unser Kollege? Zwei Bier immer noch? Was hier? Wieso nicht mehr? Und da ist kein Bier im Speicher. Na gut, ein bisschen Zeit vergangen. Vielleicht hat er mittlerweile auch schon was verkauft. Und der hat immerhin Bier im, also in der Produktion. Also sind fertig und hat schon wieder hier Weizen und Hopfen. Und hast du nicht gesehen? Hopfen hat er drei. Wasser hat er jede Menge. Ja gut, fünf. Jede Menge ist wohl betrieben gewesen. Na, die haben null Hopfen. Hopfen und Malz ist voll. Das ist, ne, und so, ihr kennt den Spruch. Kann ich das Feld vielleicht ein bisschen größer machen? Bringt das was? So, ich würde mal sagen, so theoretisch ja. Praktisch weiß ich es nicht. So, wir machen das mal ein bisschen größer, in der Hoffnung, dass da mehr Hopfen angebaut wird. Hier so maximal so möglich ist rausholen. Platzmäßig. Und alles andere muss man abwarten. Ja, ob die das nutzen oder so, keine Ahnung. Zur Not muss ich halt noch eine weitere Hopfenfarm hochziehen. Das sollte jetzt auch nicht das Problem sein. Vielleicht baue ich auch, ne, für eine Brauerei zwei Hopfenfarmen. Ich habe mich jetzt dummerweise nicht vorher kundig gemacht. Werde ich auch in dieser Aufnahme-Session jetzt nicht mehr schaffen. Aber bevor ich jetzt hier, ne, ich habe nicht genügend Leute, bevor ich jetzt hier einfach so blind anfange, da noch eine weitere Hopfenfarm hochzuziehen, das Ding muss ich auch noch hier irgendwie bestückt bekommen. Die Bütscherei. Aber ich wollte die schon mal, ne, gebaut haben. Irgendwann werden wir die dann auch bestücken können mit Personal. Also, hauptsache das Gebäude schon mal da. Und wir haben eine weitere Verwendung für Holz. So. Gut, gut, gut. Wie sieht es überhaupt aus? So lagertechnisch. Ich habe 100 Eisen. 45 Eisen. Nur noch 9 Kohle. Okay, 6 Holz. Ist auch nicht so, ne? So normalerweise. Vielleicht sollte ich eine weitere Höhlerei bauen. Kann man ja dann hier irgendwie so hinsetzen oder da so hinsetzen und dann hier noch einen weiteren Holzfäller dann irgendwann hier hinsetzen. Wie ist das eigentlich? Normalerweise steht doch immer so ein gewisses Gleichgewicht von denen, was die so abholzen. Auf der einen Seite, was der Förster oder die Försterin auf der anderen Seite hier so anpflanzt. Aber irgendwie hinkt die so ein bisschen hinterher oder eher. Ich weiß es gar nicht, wer da jetzt gerade aktiv ist. Ist doch egal. Ja, aber das Gebiet habe ich entsprechend eingezeichnet. Man sieht es hier, und da sind auch keine Lücken oder so. Das habe ich jetzt gerade befürchtet, dass hier vielleicht irgendwo, ne, ein größerer Bereich nicht markiert ist. Aber das ist nicht der Fall. Das wird genau in der Bereich aufgeforstet, wo auch, ne, entsprechend Holz geschlagen wird. Komischerweise wird hier hauptsächlich Holz geschlagen. Ja gut, das hängt mit dem Wirkungsbereich der Holzfäller zusammen. Die sind halt mehr so hier in dem Bereich, weil die ihren Hauptwirkungsbereich haben, sind die mehr so hier zugange, als dass sie sich nach hier begeben. Solange die hier genügend finden, sind die keine Notwendigkeit, längere Wege zu machen. Und ich denke mal, bei dem Förster wird es ähnlich sein. Nun gut, nun gut, nun gut, nun gut. Solange die aber genügend Holz zum Schlagen finden, soll mir das eigentlich Schnurz sein. Das wird halt nur passieren, dass hier so langsam dem Köder das Holz rausgeht. Was auf der anderen Seite natürlich auch wiederum witzig ist, weil, ne? Oh, ich sehe schon gerade. Ich habe Holz bis zum Abwinken. Also von daher gesehen. Egal. Dieses Mysterium, das werden wir, glaube ich, in dieser Staffel nicht mehr lüften, denn vorletzte Folge ist hiermit Geschichte. Wir gucken uns nochmal
Zackendorf an und ich sage, danke, dass ihr mit dabei wart. Wir haben jetzt noch eine Folge vor der Brust. Die letzte Folge aus der zweiten Staffel von Foundation. Ich wünsche euch wie immer alles Gute und genießt den Tag.